Hi, liebe Freunde und Freundinnen. Der Amerikaner probt den Aufstand, der Europäer schaut Netflix. Wie könnte es anders sein? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen wenig Frauen gestern beim Sturm auf die Bastille erkennen können. Toxische Männlichkeit. The only thing I cannot resist is temptation. Wer hat das gesagt? Nicht Oscar Wilde, Nelson Mandela. Richtig. The only thing I cannot resist is temptation. Wie komme ich drauf? Ich habe vorgestern mit einem Kumpel telefoniert. Einem jener Corona-Flüchtlinge, der sich ein neues Airbnb besorgt hat, jetzt mit Verlängerung des Lockdowns. Und der hat mir ganz stolz erzählt, der hat das jetzt hinbekommen, ohne Geld nach Kalifornien zu überweisen. Ohne die Gebühren wird er das gemacht mit den Waffen des Feindes. Wie jeder weiß, ist es schwierig, vor abgeschlossener Buchung Nummern oder E-Mail-Adressen auf dem Airbnb-Chat auszutauschen. Da ist der Algorithmus auf Zack und schwärzt das ziemlich rigoros. Er hat geschrieben, ich bin Michel Kowalski auf Mark Zuckerbergs Website. Der gute Host hat ihn geaddet und sie haben einen Besichtigungstermin vereinbart und das Ganze unter sich geregelt. Was machst du den ganzen Tag? Boah, Netflix, Amazon schauen, jetzt neue Bude auch, Smart TV. Was schaust du, habe ich gefragt? Bridgerton. Bridgerton. Sind wir beim Thema Bridgerton? Ich habe mir den Trailer angeschaut und mich gleich gefragt, haben da große Männerfreundschaft, weiß jeder, Oscar Wilde und Nelson Mandela ihre Finger beim Drehbuch mit im Spiel gehabt. The only thing I cannot resist is temptation. Oscar Wilde, zwei Söhne, wusste ich, was ich nicht wusste. Seine Frau Constanze ist, als er ins Zuchthaus kam, wegen unzüchtiger Unzucht, nach Nürnberg geflohen. Nach Nürnberg ist die Constanze geflohen und ist aktuell verewigt bei einem Oscar Wilde-Denkmal, wo er sich dandy-like auf einem Felsen regelt. Dem vorgelagert ist die gute Constanze nackt und hochschwanger. Nackt und hochschwangere Frauenstatue hat mich neugierig gemacht und fand dann Damien Hirst, der Anfang letzten Jahrzehnts ebenfalls in England eine Statue gehisst hat. Eine sehr große, beeindruckende, nackte, schwangere Frau, die auf einer Seite von Haut und Gewebe befreit ist, wie bei Körperwelten. Und man sieht auf den Schädel und die Milchdrüsen der nackten Brust und rein in den Bauch auf das Baby, das die Beinchen gekreuzt, Kopfüber da drin schaukelt und Revolution, die Frau trägt, hält ein großes Schwert. Beeindruckende Statue. Nackte Frauen, toxische Männlichkeit, Bridgerton. Mein Rat an alle Revolutionäre von heute. Die Revolution findet nicht mehr auf der Straße statt. Geschichte wird nicht auf der Straße geschrieben, sondern auf Netflix.
The only thing I cannot resist is temptation. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Glaub mich dementsprechend suchtaffin für die Suchtwirkung medialer Unterhaltung. Der Trailer von Bridgerton. Bridgerton schauen. Sei es, wie es sein wolle, eher Bridgerton schauen als auf die Straße gehen. Und die Revolution kommt von ganz allein. Goodbye.